So, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mittlerweile den Popschutz von meinem Mikrofon abgeschnöpelt. Genau, und wir machen heute ein kleines Experiment. Abgeschnöpelt? Ich muss gerade doch mal kurz sagen, Ari, ich habe mich vorhin verlesen. Ich dachte, du hast 18 geschrieben, weil das T vom Fass daneben war, aber dein Sohn ist 8 Jahre alt. Du bist erst doch noch ein Kind. Der Neffe. Das ist der Neffe. Ja. Okay, kann eine von euch mal den Aufbau mit dem Löffel zeigen? Weil ich habe ja jetzt hier das mit der Pappröhre. Mir fällt gerade dabei auf, dass das wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist. Ach so, ich weiß ihn gar nicht auswendig. Ich dachte, du machst das vor und ich mach das nach. Oder du sagst mir, was ich machen soll und ich mach das nach. Ach so, ja, okay. Dann erzähle ich das mal. Also, man nimmt den Faden, dann muss ich das hier mal gerade wieder rausprokeln. Wie lang muss der denn ungefähr sein? Das ist eigentlich. Du musst gar nicht rausprokeln, André, du beschreibst es für Julia. Ja, das ist eigentlich ziemlich egal. Am besten, also was am besten funktioniert, ist an also so ein halber Meter bis ein Meter, dass man bequem stehen kann, sage ich jetzt einfach mal. Länge des Fadens und dann die beiden Enden knotest du einfach zwei Schlaufen. Hier. Ja, also eine Schlaufe und an das andere auch eine. Damit man was hat, um sie über die Finger zu legen. So. Das ist quasi die Vorbereitung. Ich bin ja knoten wie ein Profi. Genau, ich wollte gerade sagen, das ist meine Spezialität, Knoten. Ich kann überhaupt nicht knoten, obwohl ich schon so viele gelernt habe. Ja, wenn man taucht, muss man doch bestimmt einige Knoten machen können. Ja, tatsächlich, beim Dive Master lernst du Knoten. Ich war auch schon viel auf dem Boot, da habe ich auch Knoten gelernt, aber ich bin richtig gut darin, Knoten zu vergessen. Oh, ich habe mal einen Surfschein gemacht und da ist der Palsteg immer erklärt worden mit, hier ist der, also man legt eine Schlaufe und dann wird die Schlaufe als See betitelt und dann steigt von unten erst in die Schlaufe, ja super, erster Knoten bei Jules fertig. Super. Und aus dem See steigt das Krokodil und das Krokodil krabbelt raus, läuft um den Baum und taucht wieder in den See. Und so hat man dann theoretisch einen Palsteg. So erinnere ich das aus meiner Windsurf-Zeit. Ja, ich kenne irgendwas mit der Schlange, mit diesem Eintauchen. Ja. Okay. Ja. Und wenn du das hast, also und ich hoffe, alle zu Hause, die einen Faden dabei hatten, haben mitgemacht. Wir können ja mal. Ja, genau. Mach mal kurz vielleicht in den Chat, ob Leute hier überhaupt mitmachen. Genau, wer macht denn alles mit? Ja, ich frag mal nach. Genau, wenn ihr das habt und dann in die, dann hast du quasi an beiden Enden des Fadens hast du zwei Schlaufen und in die Mitte von diesem Faden, genau, da nimmst du jetzt einfach den Löffel, genau. Ah, Science Kai, super. Schlingst den zwei, dreimal drumrum und versuchst es auch zu verknoten, vielleicht ein bisschen weiter unten, sodass er auch wirklich Halt hat und dann versuchst du ihn eng zusammenzuknoten. Genau. Also befestige mittig den Löffel am Seil. Genau. So. Kann das jetzt leider nicht hochhalten beim Knoten? Ja. Science Kai ist schon allein mit seinen zwei Knoten fertig. Der kriegt bestimmt den dritten Knoten ohne Sicht auch sehr gut hin. Ja. Ja, genau. Ah, super. Und dann jetzt, was man jetzt am besten macht. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Jawohl. Und dann die beiden Schlaufen über die Zeigefinger legen und die Zeigefinger in die Ohren stecken. Und dann den Löffel gegen eine Tischkante schlagen. Und ihr solltet ja am Tisch sitzen, je nachdem, wie lange ihr das gemacht habt. Genau, solltet ihr dann quasi die Schwingungen aus dem Löffel direkt über das Band übertragen bekommen in eure Ohren. Und das klingt ganz abgefahren. Und ich werde das mal probieren, euch das auch über das Mikrofon zu schicken. Und einen Löffel habt ihr ja zu Hause selber da. Deswegen habe ich hier was anderes an dem Band dran. Nämlich einen Slinky oder einen Treppenkletterer. Ja, der macht dieses lustige aus Geräusch. Metall. Aus Metall, ganz wichtig.
Mit einem Plastik-Treppenkletterer funktioniert das nicht. Den habe ich hier dran und ich werde jetzt mal die beiden Fadenenden versuchen. Oder was heißt versuchen? Ah, bei Kai funktioniert es. Er findet es cool. Ja, ist ein. Das ist toll. Ja, dann Kai, besorg dir so ein Slinky. Das ist noch 10.000 Mal geiler. Genau, und das werde ich jetzt versuchen. Das kann man auch sehr gut dem Neffen zum Geburtstag schenken. Das werde ich jetzt versuchen. Darzustellen. Ich mache mich mal ganz kurz groß. So. Aber André, ganz kurz, sorry, habt ihr gerade gesagt, wie das ungefähr klingt? Weil ich war jetzt selber am Spielen, deswegen habe ich nicht gehört, was ihr gesagt habt. Nee. Willst du kurz erzählen, was du gehört hast, Julia? ja, also weil ich weiß nicht, ob alle hier mitbasteln. Das hört sich so ein bisschen an, ich finde, wie Kuhglocken. Also ich meine, wenn man so vielleicht jetzt ein bisschen hört. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das hört, wenn ich den Löffel auf den Tisch haue, dann macht es eigentlich nur so dung, dung, dung. Und wenn ich das mache mit dem Seil, mit den Fingern in den Ohren, dann hört sich das so eigentlich an wie so eine Kirchglocke oder eine Kuhglocke. So dung, dung. Also nur so kurz. Ja. Was man hier mit dem Löffel hört. Genau. Und jetzt kommt André mit dem Slinky. Genau. Ich werde dieses Rohr jetzt hier, werde dieses Rohr jetzt gleich über mein Mikro legen, dann klingt es schon mal wieder anders. Und ich bin leider noch nicht so weit mit meiner Technik, dass ich selber hören kann, was aus meinem Mikrofon rauskommt. Ich hoffe. Was sagen wir dir dann? Ihr werdet das leider auch nicht hören können. Das war ja das Problem, mit dem wir eben technisch zu kämpfen hatten, bevor der Stream anfing. Ich sollte vielleicht das Rohr rausnehmen, damit mich die Leute im Stream auch hören. Also, ich schiebe das Rohr jetzt gleich über das Mikro und dann lasse ich diese Feder hier auf den Boden fallen, diesen Treppenkletterer. Und ihr müsst sagen, was ihr dann hört. Bitte bereitet euch vor, in den Chat zu gehen und versucht mal, das Geräusch zu beschreiben und sagt vielleicht auch, ob ihr überhaupt tatsächlich etwas hört. Es geht los! Konnte man was hören, lieber Chat? Ich muss mich auf eure Ohren verlassen. Ich konnte, während ich... Klingt super gedämpft. Ah, Science Kai schreibt, er hört die Feder auf und ab, aber ist sehr gedämpft. Ja, sehr gedämpft. Mit dem Rohr ist es halt leider nicht so gut. Ich kann mal mich ein wenig lauter machen. Pingu ist da! Hallo! Hallo, Pingu! André? Darf ich mal was fragen? Ja. Wie wäre es denn, wenn du das noch ein bisschen höher machst, sodass die, das Slinky, dass der Faden gut gestrafft ist, aber das Slinky auch so nachfedern kann? Weil das ist nämlich sonst, wenn man es so gute persönlich Ding macht, da. Eigentlich ganz geil. Ja, dass es nicht aufsetzt, ne? Ja, dass es nicht sofort abrupt stoppt. Okay. Und nu? War es ein bisschen besser? Wir hören es nämlich leider selber nicht. Wir hören es leider selber nicht. Ja, mal gucken. Ja, wir hören es nicht. Ah, Horst hört keinen richtigen Unterschied. Okay. Naja. Und Science Kai sagt, naja, gut. Also es ist ein echt wichtiger, toller Versuch, den man machen kann. Den Link haben wir euch ja in den Chat schon gepackt. Ihr solltet das unbedingt selber mal ausprobieren. Also die Slinkies gibt es beim online. Muss aus Metall sein. Ja, ja genau, muss aus Metall sein. Es muss aus Metall sein. Also die technische Schwierigkeit. Die technische Schwierigkeit an der ganzen Nummer ist halt, dass es mit der Röhre halt nicht so gut funktioniert wie im Gehörgang mit den Dingern, mit den Fäden über die Finger. Weil die Verstärkung ist viel besser. Mit der Röhre funktioniert nicht so schön.
Genau, aber nur mal was, also ich weiß jetzt nicht, wie sich das bei euch angehört hat, was ihr gehört habt, aber eigentlich, wenn es richtig gut funktioniert, dann hört sich das so ein bisschen an wie so ein Alien Star Trek Sound oder so. So wii, 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 wii. Es hört sich total abgefahren an. Ja, deswegen die Investition in so ein Slinky ist unglaublich gut. Und wenn man Leute kennenlernen möchte, dann nimmt man den Slinky und den Bindfaden überall mit hin und nervt dann Menschen damit. Und hör doch mal, hör doch mal. Das ist ganz toll. Am Anfang sind alle ein bisschen pikiert, aber am Ende finden sie es geil. Oder auch André, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber André, du meintest ein Backblech dran zu hängen. Das wäre auch cool, ne? Backblech ist super. Das ist Donner quasi. Wie Donner kommt das rüber. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen. Also man kann alles Mögliche aus Metall an diesen Faden dranhängen. Und es ist wirklich, wirklich cool. Also es sorgt halt dafür, dass man keine Dämpfung durch die Luft hat, sondern tatsächlich alle Schwingungen, die in diesem Metallstück drin sind, direkt über den Faden auf die Finger geleitet wird. Und was dann passiert ist, wenn man die Finger gut in den Ohren drinstecken hat, dann passiert dieser der Effekt, den man auch bei diesen In-Ear-Kopfhörern hat. Nämlich, es wird halt ein ganz bisschen Luft zusammengepresst in den Gehörgang, die nicht entweichen kann. Und darüber hört man all diese Schwingungen, die darin stattfinden. Und alles Mögliche aus Metall klingt total abgefahren. Das kriegt man mit der Röhre einigermaßen. Man kriegt eine Ahnung davon, aber es ist längst nicht so gut, als wenn man es direkt am Faden dran hat. Und man kann damit auch Kinder auf einem Geburtstag oder so durchaus mal eine Weile beschäftigen. Nee, man lernt ihn nicht zwangsläufig nur für 10 Sekunden kennen, sagt Pingu gerade im Chat. Weil wenn du dann direkt eine Gruppe von Menschen hast, dann will jeder mal. Weil man kann das ja außen nicht hören. Das ist ja ein Erlebnis, was man nur, was man tatsächlich nur hat, derjenige, der die Finger in den Ohren hat. Und dann geht es reihum. Das heißt, du lernst die Leute tatsächlich nachhaltig kennen, würde ich fast sagen. Wir haben das mehrfach ausprobiert, als wir plötzlich wissen, auf Tour waren. Definitiv. Ja, allerdings ist ein bisschen kontextgetrieben. So. Also wenn man jemanden kennenlernen möchte und noch nicht mal den Namen flüssig gesagt hat und als erstes dem so ein Slinky reicht, hat man auf jeden Fall einen Eindruck gemacht. Das sollte man mal bei der Bachelor ausprobieren. Julia, was hast du denn jetzt dran gehängt? Hier eine Flasche. Eine Thermos. Ist leider lame. Ist lame. Ne, der Löffel ist besser als die Flasche. Okay, ja, da schwingt nicht so viel, ne? Hm. Ich glaube, den Knoten kriege ich nie wieder auf. darf ich euch noch was zum Thema Mondfisch sagen? Ja, klar, hau raus. Mondfische wurden bei den Shogun als Steuerzahlungsmittel akzeptiert im 16. Jahrhundert. Bei den wen? Diese japanischen Shogun. Warte, ich muss selber die Definition nochmal, damit ich nichts Falsches sage. Das sind kaiserliche Feldherren, so. Ja. Also Adlige. Und das konntest du als, wenn du deine Steuern zahlen wolltest, konntest du in Mondfisch bezahlen. Aber im 16. Jahrhundert. Geht nicht mehr. Nee, ist vorbei. Ja. Lohnt sich dafür jetzt nicht, nach Japan umzuziehen. Okay, das war das Experiment. Du hast, Inga, willst du nochmal den Link raushauen? Den habe ich da oben reingeschrieben, aber ich kann den auch nochmal weiter unten reinschreiben. Ja. Warte, ich meine jetzt nochmal aktuell. So. Ist er da doppelt? Ja. Doppelt und dreifach. Doppelt hält besser. Ja, dann haben wir endlich einen langen Chat. Mach ganz viele Links da rein. Okay, wollen wir mal wieder tauchen gehen oder wollen wir uns noch ein Video angucken? Ja. Nee, lass mal tauchen gehen und dann vielleicht später, wenn ein Neffe nochmal was möchte, dann.
Okay, dann wir sind. Ach so, nee, wir müssen. Haben wir uns jetzt. Wir haben uns die Sachen angehört, ne? Und wir sind wieder bereit zum Tauchen. Wir haben uns Tiere oder? Angeguckt. Mhm. Wir sind bereit zum Tauchen. Alles klar. Eigentlich. Steuerung. Nächster Tauchgang nicht verfügbar. Ich muss die Unterhaltung abschließen. Ach ja, genau. Wir haben uns noch nicht gemeldet, weil wir diesen Bohrer gefunden haben. Ja. Ah, stimmt. Ja, der mysteriöse Bohrer. Genau, wir sind anscheinend wieder in eine niedrigere Höhe aufgestiegen. Letzter Tauchgang. André und Irina anrufen. Genau, das war's doch. We watched the video log from your dive. I'm truly heartsick. I'm furious. Where should we start? Bergarbeiten oder Whale Fall? Ja, fangen wir mit Bergarbeiten an. The destroyed vent. I couldn't believe how badly the seabed was chewed up. Vents that might have had a fossil record dating back over a billion years. And microbial life that doesn't exist anywhere else on the planet. Who knows what cures we've lost. Your drone's a fallen hero, André. I think it spooked the miners before they did more damage. If you hadn't been willing to dive without a map, we would never have confirmed they were actively mining. Who gets the satisfaction of turning them in? We were debating that before you came on. Okay. André soll sie an. Wir machen es gemeinsam, oder? Ja, wir machen das gemeinsam, oder? Ja. We should jointly report. It'll be stronger. Agreed. Genau. Agreed. Now tell us about the whale fall. Could you ID the whale? The whale fall was definitely from the baby's family. The tail fluke was intact enough to scan it. But you're sure it wasn't the mother? It wasn't the mother. The ID matched another whale we know from her family. Das heißt, wir haben einen toten Pottwal da unten bei dem Whale Fall gefunden. Unsere Familie. Ich hoffe, es war ein natürlicher Tod. Ich mache mir wegen einer neuen Bedrohung Sorgen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass es ein natürlicher Tod war. Ja. But it was an older whale, so it could have been from natural causes. Do you think there's any connection to the miners? They did plenty of damage, but I don't think the whale fall is on them. I can pull out anything from the scan log that might be worth investigating. Already have. Can you turn these into dive objectives? Right. Catch you in a bit. Okay. Jetzt hätte mich aber interessiert, worüber wir noch Sorgen machen. Ja. Ja. Tatsächlich, und da können wir jetzt nicht zurück. Aber das ist so ein bisschen, es war jetzt nicht klar von der Option, die ich im Gespräch auswählen kann. Ja. Und dann, ich habe ja auch gesagt, es ist ein natürlicher, und dann sagt sie, es war ein älterer Wal. Das wusste ich auch vorher nicht. Das kam nirgendwo vor. Ja, aber Das war kein Vorwurf. Ja, nee, okay. We have to find Andrea and her family Okay. In and okay. This area looks so different at night. So, wir sind. Love diving in the moonlight. Wir tauchen jetzt. Was active in this area as recently as an hour ago. When was the last tracking data for the baby or its mother? Days ago. But they could be with the pod right now and just not making any noise. Okay, wir sollen also die. Wir tauchen jetzt bei Nacht, so wie es aussieht. Beim Mondlicht. Beim Mondlicht. So, und da. Jetzt müssen wir zu dieser Schallboje, um die Walschule zu fangen. Nicht zu fangen, sondern zu finden. Rochen. Ja. Okay. Stimmt, da fällt mir ein, ich habe ja auch noch die Meeresnews der Woche. Oh ja. Sind aber nicht schön. Sind nee, wir sind ja gerade bei traurigen. Wir haben ja die ganze Zeit traurige Themen hier. Tote Wale. Get as many eyes and ears looking for the pod as possible. Do I need the buoys? No, we'll use the hydrophones on the drones. They don't have the range or fidelity of the buoys, but we need speed. Okay, ich muss die Walschule jetzt hier verfolgen. Ich versuche nebenbei noch ein bisschen zu scannen. Sorry. I think he's pointing out that you seem distracted. Sorry. I'm back. Talk to me about something positive, André.
Were you able to make contact with the teenagers you were telling me about? They've been helping the leatherback turtle population rebound here in the region. They've developed a nest cooling technology to help the baby turtles. They've also built their own tracking drones. Teens with tech? Sounds like you've inspired some citizen scientists, Andre. Hattet ihr da letztes Mal... Entschuldigung. Kurze Frage. Mit den Leatherback-Turtles, hattet ihr da letztes Mal irgendwie ein Thema wegen Nest-Cooling? Weil die ja temperaturabhängig weibliche oder männliche... Also es zu warm wird und das nur weibliche... Ja, oder? Genau. Ja, und das war, sie haben das, so haben sie Klimawandel thematisiert, dass hier Lederschildkröten Schwierigkeiten haben, weil die, weil es gibt Erderwärmung halt. So, wir sind wieder bei den... Und nur noch ein Geschlecht dadurch. Pottwalen. Das neue Schlecht. Okay. Jetzt müssen wir wieder, muss ich wieder diese Drohne losschicken. Da. Komisch, dass einen der Anzug nicht unsichtbar macht, wo er doch temperaturunabhängig und druckunabhängig macht. Unsichtbar scheint er nicht zu machen. Das wäre unrealistisch. Ach so. Das andere natürlich nicht. Verstehe. So, okay, André scannt den Wal und die Meeresnews der Woche, die auch so traurig sind. Ja, und zwar ist letzte Woche in Nature ein Paper veröffentlicht worden von Wissenschaftlern und die haben sich Populationsdaten von Haien und Robben, also von Haien und Robbenarten angeschaut, so aus den letzten 60 Jahren. Und das ist ein ziemlich interessantes Paper, weil es, also die haben da ganz viel zusammengefasst und so eine zusammenfassende Studie gab es halt vorher einfach noch nicht. Und da wurde auch dann immer irgendwie auch viel in der Wissenschaft diskutiert, wie jetzt Haiarten zurückgegangen sind oder nicht. Und die haben sich ein bisschen spicken, 31 verschiedene Rochen- und Haiarten angeguckt auf der ganzen Welt und haben gefunden, dass ungefähr 70% von denen in den letzten 50 Jahren, also diese Arten insgesamt 70% der Population in den letzten 50 Jahren zurückgegangen sind, was ganz schön krass ist. Und vor allem davon besonders betroffen ist der Weißspitzen-Hochseehai, bei dem die Population fast zu 98% zurückgegangen ist in den letzten 60 Jahren, was einfach super, super krass ist und die deswegen auch jetzt vom Aussterben bedroht sind. Dann als nächstes auf der Liste ist der Bogenstirn-Hammerhai und der große Hammerhai. Und das kommt einfach eben dadurch, dass die halt immens überfischt werden. Also zum einen gezielt, weil halt eben die Flossen verwendet werden und verkauft werden, aber auch zum Beispiel die Leber, aber auch das Fleisch wird gegessen, auch in Europa, also nicht nur Asien. Und deswegen sind die einfach mittlerweile richtig krass gefährdet. Und sie haben sich genau insgesamt 31 Arten angeschaut und von 18 Arten sind die Populationen eben schon an die 70% gefallen. Und das ist eben einfach ganz schön heftig. Und das war davor nicht so klar, dass es so ganz so krass ist. Und genau, sie haben halt eben auch gesagt, dass die Hauptschuld eben bei Überfischung und aber auch nicht genug Schutz oder nicht effektiver Schutz ist. Weil wenn man jetzt sagt, hier irgendwie die Gegend hier, das ist irgendwie, keine Ahnung, hier sind ein wichtiges Haigebiet oder sowas, wir schützen das jetzt mal, aber wenn dann niemand aufpasst, dass da dann auch nicht gefischt wird und so, dann bringt das auch nichts, dass man das als Schutzgebiet ausruft. Das heißt, es muss eben dann auch ordentlich geschützt werden. Mhm. Und genau, und viele dieser Arten, eben gerade der Hochsee Weißspitzenhai, das ist, wie der Name schon sagt, ein Hochseehai, das heißt, der ist nicht in Küstennähe. Das heißt, die bewegen sich halt hauptsächlich in internationalen Gewässern und da ist halt der Schutz sehr schlecht, weil sich eben kein Land dafür verantwortlich fühlt, weil es ja nicht im eigenen Gebiet und dementsprechend werden die halt dann eben auch sehr krass gefischt oder eben auch als Beifang mitgefangen. Genau. Mhm. Das waren die aktuellen Meeresnews, die heute mal nicht so erfreulich sind. Ja. So, ich habe jetzt. Das erinnert mich daran, weißt du. Entschuldigung, rede ruhig, André. Du hast schon länger nichts gesagt. Ja, bin jetzt hier auf mehrere Orcas, die ich anscheinend irgendwie scannen, also einer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Man kennt sich. Ja, genau.
So, das habe ich jetzt gemacht. Nee, erzähl ruhig, Inga. Ja, ein Orca war da. Ja, genau. Oh, ein. Ja, die Orcas sind sehr, sehr nett und die Feinde von Haien eben. Gleichzeitig auch Feinde von Haien. Ja. Ich habe mich nämlich mit Jules mal über Haie auch unterhalten, weil die ja so ein geiles Buch gerade schreibt oder geschrieben hat. Und ich was über Haie recherchiert habe, da kann ich euch einen Link noch schicken über die Heimat Nordsee. Achtung, Wortwitz, schlimmer Wortwitz. Und da hatte ich mich auch unterhalten mit einem von den Naturschützern und der erzählte dann von einem Abschlachten von Heringshaien, waren es glaube ich, vor der Küste von Dänemark, wo die in einer Nacht die Fischer ganz, ganz viele Haie gleichzeitig rausgeholt haben, weil sich Haie eben auch teilweise treffen, manchmal in größeren Mengen. Ja, fällt mir dazu noch ein. Ja, stimmt. Ja, die Story ist wahr. Ja. Sorry, schickt mal, wir brauchen mehr Piraterie für mehr Artenschutz. Ich glaube, das Problem ist, dass Piraterie heutzutage eher das Gegenteil macht. Sondern die Fische dann genau die geschützten Arten oder sowas. Weil die einzigen sind Sea Shepherd. Das sind, würde ich sagen, Meeresschutzpiraten. Ja. Ja, wir haben jetzt hier irgendwie mehrere Säugetiere gescannt. Also Delfine, Orcas sind auch Säuger. Auf jeden Fall Luftatmer, ne? Ja, sind auch Säugetiere. Okay. Zahnwale, genauso wie Delfine. Alles klar. Ja, und die haben halt alle irgendwie, wir haben die gescannt auf eine bestimmte Krankheit. So, ich mach mal einen Link. Riaschieb hat gerade auf Discord was geteilt. Das packe ich hier nochmal kurz rein. Habe ich noch nicht gelesen. Piraterie mit Nebeneffekt. Vor Ostafrika werden wieder Fische gefangen, die die Anrainer verschwunden glaubten. Der Grund ist allerdings nicht erfreulich. I'm definitely losing it. I thought you just said you're an invisible whale. Okay, gut. Rettet die Haie, esst mehr Fischer. Aufruf zum Kannibalismus. Well, it must be pretty authentic. At least enough to convince your drone. So, Mirai, have you heard back from Ren yet? Wir haben irgendwie eine seltsame Boje. Hey, Pupsnase, schönen guten Abend. Pardon? I meant about Ren. Yeah, hi. I don't know. We had a fight right before I left the sub. Do you want to call her now? I can patch you through. Seriously? Here? Well, I have to watch your video feed for safety, but I can mute your audio track for privacy. Wow, I've never talked to her while I was diving. Und da haben wir ja. I'll wait for the sub. Ein Buckelwal. Den sollten wir noch finden und den muss ich jetzt auch identifizieren und irgendwas untersuchen. Okay, und ich habe den Artikel von Gereashib noch nicht durchgelesen. Er fasst zusammen, die Fischer, also vor Ostafrika, patrouillieren Marineeinheiten, weil die Fischerboote und die Containerschiffe überfallen wurden, ne? Diese Piraterie. Und die Fischer trauen sich nicht mehr raus wegen der Piraten, ja. Und deswegen, aber das ist ein Artikel von 2010. Mhm. Also es ist in der Süddeutschen. Das war genau die Zeit, wo diese ganzen somalischen Piraten ja so richtig krass unterwegs waren. Ja, das Problem ist auch, dass die Piraterie hauptsächlich dadurch eigentlich zustande kommt, weil die Fischer keine Jobs mehr hatten, weil halt eben auch die westlichen Länder da die Fischereigründe ausgebeutet haben. Ne? Da kamen die fetten Fischerboote aus Europa und sonst woher und haben da alles schön leer gefischt. Und die Fischer hatten dementsprechend dann da nichts mehr zu fangen und keine Jobs mehr und sind dann Piraten geworden, weil das im Endeffekt irgendwie auch ihre einzige Lebensgrundlage dann noch wurde. So, bei diesen Pottwalen haben wir jetzt geringe Mengen an Giftstoffen gefunden. Hm? Ja. Aber was für welche wissen wir nicht. Nee. Da müssen wir wohl ins... Hier kann ich auch nochmal... Geringe Menge an Giftstoff gefunden. Sagt leider nicht, was das genau Science ist. Science Kai fragt, was machen die Pottwale denn dort? Was meinst du denn schlafen. Dort? Die schlafen. Also die hängen da gerade so rum, weil die schlafen. Und ich hab voll auf dort bezogen. So, was meint er? Im Wasser? Ja, Pingu, ja, genau, du hast vollkommen recht. Die schlafen tatsächlich so. Das schaut wirklich so aus. Sehr platzsparend.
auch geringe Menge an Giftstoff gefunden. Okay. Wer kennt den Witz, was lebt unter Wasser und addiert gerne? Ich habe keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Ich auch nicht. Warte, den habe ich schon mal gehört. Nee. Ein Wahlkomitee? Wahlkomitee ist schön, aber ich glaube... Los, verrat es uns. Weiß es nicht. Ludwig. Ja, sag. Ludwig. Ich bin ein großer Fan von Flachwitzen. Ich auch. Wir sind gespannt. Mann, jetzt sag. Ein Oktopus. Ah. Ein Oktopus. Oh. Sehr schön. Okay, jetzt werden wir in dem Gespräch mal erfahren, was es mit diesen Giftstoffen hoffentlich auf sich hat. Also wir haben Deep Sea Mining in irgendeiner Form, die den Meeresbund in der Tiefsee kaputt gemacht haben und da ihr Equipment haben rumliegen lassen und irgendwie diese Schlote zerstört haben, und wir haben jetzt irgendwie in Pottwalen Giftstoffe gefunden. Ich bin so ein Folds hier. Das ist abgefahren. Okay, Nachricht von Irina. Hello, Mirai. It's me. I don't see a sample from either the baby or the mother. Andre said you were going back out to look for them. I know you are still deciding, but I told him you're thinking about leaving the expedition early. As soon as I have results, I'll let you know. Okay. Also wir haben die Mutter mit ihrem Pottwal-Baby bisher noch nicht wiedergefunden in der Walschule. Das ist besorgniserregend, finde ich. Mirai. Ja. I think I have a location for the mother and baby. Oh. They were spotted just outside the research zone by those teenagers I was telling you about. Now, I don't have much data, but the report doesn't sound positive. I'll let Irina know as well. Okay. Jetzt noch ein bisschen Hintergrundgeschichte. Wir rufen jetzt mal unsere Schwester ein. Unserer Oma geht's irgendwie nicht gut. Hab ich noch so im Hinterkopf, ne? Ja, ich glaub, die hat Demenz. Ja. Ja. Hello. Ja. Oh, diese Gesprächsoptionen machen mich beide ein bisschen fertig. Hast du geschlafen? Passt es gerade? Ich würde eher freundlich sein, aber... Das klappt meistens nicht mit dem, was sich wirklich hinter der Gesprächsoption verbirgt. Aber hast du passt es gerade? Is now a good time? You sound tired. Yeah, I'm a zombie. I had trouble sleeping. Frage beantwortet. Okay. Nach der Oma fragen, nicht nach der Uni fragen. Oder? Mach einfach. Frag nach der Oma. Did the doctor say anything other than he missed the window? Not really. Did you ask him the questions I sent? Didn't seem to be any point. Listen, I'm exhausted. I'll catch you later, okay? Bren, please don't hang up. Bren? Okay. Wir sind bereit zu tauchen. Schneller als gedacht. Ja. Okay, dann nächste Tauchrunde. Oder habe ich jetzt gerade mit dem irgendwas unterbrochen? Das tut mir leid. Wart ihr gerade... Den Octoplus habe ich noch mitbekommen. Achso, sagen sie alle. Und freuen sich, dass sie alle da sind. Alles klar. Ja, wir freuen uns auch, dass sie alle da sind. Dann machen wir mal den nächsten Tauchgang und versuchen mal diese... die... Pottwalmutter mit ihrem Kind zu finden. Suit checked and rechecked. Can't risk any exposure in case the bloom hasn't completely resolved. Hard to swim after absorbing neurotoxin. Seriously. Diving now. Und es ging, glaube ich, irgendeine Algenblüte, die zu diesem Gift geführt hat. Kann es da Blaualgen geben oder sowas? Die sind giftig, oder? Ja, das sind, ja, aber in der Regel diese Meeresalgenblüten, diese giftigen, sind Dinoflagellatenblüten. Ah, okay. Oh. Ludwig, genau, hat noch einen, hau raus. Einen weiteren Witz? Einen Meereswitz? Oder da ein Flachwitz? Oh. Are you sure you want to do
Was lebt unter Wasser und mag coole Autos? Are you sure you want to record in our streaming format? Yes. Ready? Recording now. Tonight we're recording from the open ocean in the Western Pacific. For those of you who are returning, we're trying to get an updated status on the mother and baby sperm whale that we've been following on our stream. We're recording tonight's stream because Pingu we have reports dann. That the mother whale is distressed. And we don't want to surprise viewers if these reports are true. After discovering a whale fall in our research zone, we suspected that the whales may have been exposed to a toxin or pathogen and are currently investigating. Samples from several females in the pod tested positive for a toxin that we believe resulted from exposure to a harmful algal bloom in the coastal area just outside our research zone. Tunefish. Hast du noch einen? So, wir schwimmen jetzt zu unserem Pottwal, der Mutter mit ihrem Baby, und es könnte sein, dass sie nicht mehr leben. I'm gonna turn off my mic. Oh nein. On my video feed. No. Die Mama tot? Nee. Ich glaube schon, dass es der Mama nicht gut geht. Oh. Oh. The whales that we tested showed low level of this toxin, so we do not believe they will suffer from long-term effects. However, we expect that the mother whale was exposed to a higher level and was also more vulnerable because of her pregnancy. So, und jetzt muss ich das kleine Walbaby scannen. Scheint gesund. Oh. Aber die Mama ist tot. Wer füttert's denn dann? Eine wichtige und gute Frage und auch irgendwie eine traurige. Ja. Es wird sicher adoptiert von den anderen. Oder die Orcas fressen es jetzt. Andre, those Orcas sure look like they are threatening the baby whale. Was kann der Tauchanzug noch? Vielleicht Orcas? Jetzt kannst du die Orcas bekämpfen. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht kann man sie einfach mit der Rochendrohne abwehren. Vielleicht. Ich muss jetzt erstmal die Mutters Zoom scannen, was auch immer das heißt. Das, okay. Tot. Shit. Und jetzt? Wir müssen uns um das Baby kümmern. Ah, nee, da kommen andere Pottwale. Ah, Gott sei Dank. Die adoptieren ihn. Sie, es war Mädchen. Wie in einer Elefantenfamilie. They know the way. Ari sagt, da freuen sich die Schleimale. Ja. Ja. Stimmt. Und sie hängen nicht auf der Autobahn rum. The Circle of Life. Ich habe mir gestern Live-Action König der Löwen angeguckt. Okay. Und das ist wirklich. With all of Andre's technology genius, he still hasn't invented a way to be in two places at the same time. Before my flight home landed, Irina and Andre had already confirmed the location of the harmful bloom. I stayed close to home with Nana until she passed the next year. Ren moved in with me to save money while she finished school, which was great. Okay. Mostly. It was Ren's idea to keep the live stream going remotely using one of Andre's drones. But it was my fabulous idea to have Ren join the stream to choose the questions from the audience. She is definitely a hit. I can't lie. It's great to be diving again. While I was away, the baby became an auntie.
think she likes it. She still buzzes me when I play my coda sounds, so that is still a mystery. But I swear, we understand each other completely. Jetzt sind wir, glaube ich, ohne ganz unvorbereitet in das Ende von Beyond Blue reingeschwappt. Ja. Ja. Auf jeden Fall war das unvorbereitet. Ja, wir haben überhaupt nicht alle Filme gesehen. Da kommen wir noch hin zurück und wir haben den Freischwimmmodus aktiviert. Das heißt, wir können alle Bereiche, in denen wir uns rumgetrieben haben, nochmal besuchen und da drin rumschwimmen. Pingu schreibt, Chuck Norris kann übrigens Fische ertränken. Oh. Ich bin dir so verbunden, mein Lieber, dass du einen Moment gewartet hast, bis wir das etwas herzzerreißende Ende fertig haben und jetzt beim Abspann sind. Aber ein guter Chuck Norris-Witz. Ja. Du kanntest den schon. Außerdem ist der... Nee, ich kannte ihn noch nicht. Nee. Aber. Habt ihr den davor noch mit bemerkt? Der ist auch von Pingu. Wer von euch kann mir 6 Tiere nennen, die im Meer leben? Meldet sich ein Schüler. Ein kleiner und 5 große Delfine. Das könnte tatsächlich echt so passiert sein. Brauche ich Kinder zu. Ja. Ein U-Brot. Was kann man essen? Oh, das macht diesen Tod von dem Mama-Wal ein bisschen wieder wett. Ja, braucht er. Ja, noch ganz kurz, ja, auf jeden Fall, die Live-Action König der Löwen ist, das ist so krass, wie das animiert ist. Das schaut aus, als ob das alles echt wäre. Also ich war ganz schön, ich wollte gestern eigentlich nur reingucken, weil ich das so kurz mir angucken wollte und ich war echt, schwer beeindruckt von den technischen Gegebenheiten, die es heutzutage gibt. Also es ist wirklich ganz schön krass. Bist du drauf hängen geblieben und hast ihn jetzt zu Ende angeguckt? Ja, ich hab ihn zu Ende. Aber Mann, Alter, ist immer noch ein guter Film. Ja, ja. Ja, ist gut. Ich mochte die Flachwitze auch sehr gerne. Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Horsey, Uncanny Valley, beziehst du dich auf die Flachwitze oder auf den Film? Auf den Film wahrscheinlich, oder? Ich habe noch nicht gesehen. Ich bin auch neugierig. Ich kann jetzt auch mal einen Flachwitz beitragen. Direkt nicht mit mehr zu tun. Ah, doch, ein bisschen. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Was ist blau und kann nicht schwimmen? Ein Polizeibagger. Polizeiauto. Ein Polizeibagger. Also Polizeibagger. Das gibt's nicht, oder? Ja. Warum kann er nicht schwimmen? Pingu schreibt auch. Weil er nur einen Arm hat. Ja. Dankeschön. Der Pingu hat auch eingeschrieben. Ja. Michi kennt sie alle, ja. Oh Mann. Traumhaft. Also wir machen dann demnächst einen Witzekanal, wo jeder einen Witz schreiben kann und wir sie uns gegenseitig vorlesen. Und wir machen jedes Mal ein Thema. Ja. So, ich glaube, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt wieder im U-Boot. Das heißt, ich glaube, wir können überall hintauchen und so. Wir können uns auch nochmal alles angucken, was wir gescannt haben. Und wir können uns auch nochmal Videos angucken.
Wir können uns auch ein Video angucken. Ja. Die waren ja auch immer ganz kurz. Ja. Ganz angenehm. Ja, das können wir gerne machen. Und wir nennen den anderen den Witzekanal plötzlich Lachen, hat Pingu entschieden. Ja, wir müssen dann als wenn das wieder geht, dann machen wir es nicht als Projekt, sondern wir lauern hinter Straßenecken und erzählen den Leuten Witze. Sonst ist es ja nicht plötzlich Lachen. Das finde ich aber eigentlich eine total gute Sache. Leuten auf der Straße anhalten, Witz erzählen und weitergehen. Ja. Entschuldigung, wissen Sie, was gelb ist und nur nicht schwimmen kann? Ja. Okay, wir wollten hier die weichen Roboterfinger, also die kleine süße Krake war eben noch hoch auf der Liste, ne? Und wir haben hier noch zwei dazu bekommen. Ja, und wir können uns von Ari Caruso verabschieden, der jetzt mit dem Hund nach draußen geht. Tschüss. Ja. War schön, dass du da warst. Ja, schönen Abend. Viel Spaß. Ja, okay, dann würde ich sagen, hier weiche Roboterfinger ziehen wir uns nochmal rein. Wie gesagt, die Videos sind alle aus dem Umfeld von Blue Planet 2. Die Leute, die diese Doku mit der BBC zusammengedreht haben, haben auch hier mit an dem Spiel mitentwickelt und deswegen kriegt man so interessante Sachen dazu geliefert und wir ziehen uns davon jetzt noch ein Video rein, nachdem wir irgendwie das Ende der Geschichte gerade erlebt haben und der Abspann durchlief. Imagine if I was sent in to go study the Mona Lisa and I come in with a pair of snippers and I'm like, I'm gonna need to cut this baby up a little bit to see what kind of chemical composition is going on there. Like, you wouldn't do that, right? We don't have to kill these animals. We don't have to kill to understand. If we could do a single cell, that means we don't need to kill 20,000 animals to be able to really understand that one. We could do our work much more non-invasively. So we are working this year on a new project to deploy tags on orcas. We need to learn more about the diet and how they use the habitat. So by deploying those tags, we get the information we need. It is the least invasive method. It is suction cups. So it is not a scratch on the whale afterwards, which is something we really like. In the deep sea, we use these like robotic claws from the oil and gas industry that gets you the sample, but this is so archaic. So we've been designing something called squishy robot fingers, which are ways to be gentle when we study the deep sea. But I think we could even take this another level. There's some organism, we quickly encase it. It's like a medical checkup. We give it a swab to get its genome. We image it from all directions. We open it up, the animal goes away, and we have more information than we've ever had before. These animals are Mona Lisas. Our perception of them should change. We should be more delicate. Das Video war jetzt was ganz anderes, als wir erwartet haben. Wir dachten irgendwie, es kommt irgendwas mit Oktopussen. Ja. Alles klar. Ja. Pingu, meine Fresse. Flachwitze. Ich mag's immer noch. Genau. Die ist on fire. Auf jeden Fall. Wir haben eben die schöne Geschichte über die Schleimaale und wie die eine ganze Straße blockieren können. Hast du, glaube ich, verpasst, Pupsnase. Aber das kann doch nicht Wahl sein. Oh, Freunde. Ja. So, ich war jetzt von dem, gut. Ich fand das abrupte Ende von Beyond Blue jetzt irgendwie, also wir haben, die Mutter ist gestorben. Ein bisschen verstörend. Ja, echt ein bisschen verstörend. Ja. Und wir haben irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, es geht weiter und wir sehen zu, aber naja, sie konnten, also es ist halt schwierig, daraus jetzt eine Geschichte zu machen, ne? Also wir haben als WissenschaftlerInnen dann quasi die Leute, die Deep Sea Mining angeht, irgendwie angeklagt. Ob da was Positives oder Negatives bei rauskommt, wollten sie wahrscheinlich offen halten. Weil es ja gerade so eine... Aus juristischen Gründen. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, nee, ich auch nicht. Wenn sie sich dazu negativ positioniert haben, ich meine, sie haben ja schon gesagt, so, das
gibt's ja wohl nicht, haben das die Protagonisten sagen lassen, wie viel Schaden diese das Deep Sea Mining angestoßen hat. Aber wenn du dann wirklich die Konsequenzen machst, das kam auch gar nicht im Abspann vor, dass da irgendwas mit passiert ist, ne? Nee, aber dafür gab es Part-Time-Workers. Habt ihr das gesehen? Da waren anscheinend sehr viele Hunde mit dabei. Habt ihr das im Abspann? Da war, ja, da stand Part-Time-Workers. Okay. Bei den genannten. Und dann ganz viele Vornamen. Ich gehe davon aus, dass fast jeder Mitarbeiter einen Hund hat und der durfte genannt werden. Wir finden auch Wortwitze geil. So wie unser Chat. Ja. Ja, aber auch dieses abrupte Ende, das macht mich auch so ein bisschen fertig. Wie soll ich denn nachher schlafen? Die Mutter ist tot, okay. Die Tochter ist Tante geworden, ist ja okay, aber weiß nicht. Ja, denk einfach an die Schleimale. Genau, denk an die Schleimale. Ich glaube, wir können jetzt nochmal genau, wir können hier uns jetzt quasi alle Sachen, die es gab, nochmal raussuchen und hintauchen, wenn ich das richtig sehe. Atoll am Tag, Atoll in der Dämmerung, der offene Ozean, Tiefseeberg, das Solebecken, Schlote, Atoll bei Nacht und das Küstengebiet. War den Küstengebiet, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das war das letzte, jetzt zuletzt. Das war so dieses bei Dunkeln, wo da war einiges an. Ah, okay. Ja. Ich weiß nicht. Aber weißt du, und das ist jetzt auch echt so ein bisschen blöd, dass dieses Spiel jetzt, weil es war echt eigentlich ein gutes Spiel. Also ich weiß ja nicht, wie ihr das so fandet, aber ich fand es eigentlich echt ein ganz cooles. Also ich finde, dass sie das ganz cool kombiniert haben, so Wissenschaft und Gaming, fand ich, war echt ganz nett gemacht. Ja. Aber dann müssen wir uns ja bald überlegen, was wir dann spielen. Ich würde auf jeden Fall sagen, beim nächsten Stream gehen wir nochmal hier diese Sachen durch, weil wir haben längst nicht alles gesehen und du wurdest ja immer so getrieben mit mach das Objective, scan jetzt da irgendwelche Sachen und so. Und ich habe längst nicht alles, wenn ich nochmal, ups, nein, da wollte ich gar nicht hin, wenn ich hier jetzt rausgehe, wir haben ja längst nicht alles von dem Tisch hier, wo wir unsere ganzen Fische haben. Es gibt in diesem Spiel, ne, vom Sold hier irgendwie acht von diesen Mantas haben wir gescannt. Es soll 18 geben. Wir haben 3 Pottwale fehlen uns noch. Also es gibt hier noch mehr von. Es gibt ein unbekanntes Tier. Ja, nicht nur eins. 0 von 4, genau. Da auch noch. 2. Na okay, 2 Sachen, 2. Die wir noch gar nicht gesehen haben. Und wir haben uns hier noch nicht alles angeguckt. Das heißt, ich glaube, es würde sich auf jeden Fall lohnen, da nochmal in die verschiedenen Gebiete reinzugehen und sich alles anzugucken. Besonders, wo wir jetzt ja auch wissen, wie man diese verschiedenen Lichter anschaltet. Das kam ja erst irgendwie ziemlich am Ende. Beim letzten Mal, glaube ich, kam das, dass wir UV-Licht anmachen können. Und, so. Ja. Und damit können wir halt überall mal rumschwimmen und gucken, wie es dann aussieht, ohne dass uns jemand sagt, komm, mach hier dieses Objective fertig. Und ich bin auch so ein bisschen, Pokémon, ne? Gotta catch 'em all. Weiß nicht, ob wir alle finden, aber ich würde gerne noch ein paar scannen. Hier, Fußballfisch. Hier, das ist genau Inga. Da, schau, den haben wir da. Ja, wie niedlich. Oh, gibt's auch einen Blobfisch? Das? Nee, haben wir keinen. Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber übrigens, UV-Licht, Inga, also falls du zurückkommst und Schnee ist und so. Ich war gestern Nacht draußen mit der UV-Lampe im Schnee, weil ich mal gucken wollte. Und hast du viel Hundepisse gefunden? Mega, aber sie schaut halt so geil aus, weil sie so blau leuchtet, aber an den ganzen Schneemännern überall ist so richtig viel Hundepisse dran. Und geil ist auch, wenn dann... wenn dann nochmal Neuschnee über der Hundepisse ist, weil dann leuchtet das quasi von unten so raus. Das schaut auch ziemlich cool aus. Oh Gott, ich muss auch gleich mit dem Hund raus. Ja. Ich habe mir eine UV-Lampe besorgt. Sogar eine kleine. Wir haben Röhre. Jetzt alle die gleiche. Nee, ich habe mir eine. Achso, du hast noch eine andere. Ja. Nicht so eine Taschenlampe. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast doch bestimmt wieder geile Bilder gemacht. Oh, fantastisch. Das ist doch die Galaxie in Form von Hundepisse. So, so schön kann Pippi sein. Hundepisse-Fotografie. Ja, und so ist, wenn es dann so drüber geschneit hat. Warte mal, ich mach die mal groß. Aha. Ja, mach mal groß. Warte. Oh Gott. Ich mach dich mal groß, warte.
So. Jetzt nicht groß machen. Okay, das war ein sehr schlimmer Witz. Okay. Oh, Inga. Sorry. Der Schneemann, du kannst ihn ja bauen, aber dann, wenn der steht, dann kommen halt irgendwann die Hunde und Pinkel dran. So, aber es ist ja erst danach. Aber ja. Ja, das ist der Schneemann, der angepinkelt ist. Aber schaut toll aus. Ja, ich sag ja, das ist die Hundepisse-Galaxie. Ja, aber der Schnee ist auch, sonst wenn du so in den Schnee reinleuchtest, dann hat der auch immer ganz viele kleine Punkte, die so leuchten, was nicht, also das ist wirklich überall, das kann nicht Pipi sein. Auch bei uns im Garten, da ist definitiv kein Hund drin gewesen. Genau, der, keine Ahnung, was das ist, was da so glitzert, aber ja, schon ganz witzig. Hm, also dann würde ich mal den Versuch wagen, Julia, du kannst ein bisschen davon essen. Nein. Und dann mal gucken, ob sich das später wieder zeigt. Iss doch mal was davon, Julia. Du kannst natürlich auch selber, das geht auch, man kann natürlich auch selber irgendwie so ein Herz oder sowas in, also ich nicht, ich bin kein Mann, aber ein Herz oder sowas in den Schnee pinkeln, dann leuchtet das halt auch. Romantische Grüße. Genau. Oh. Fantastisch. Hast du das denn mal in Wasser, also hast du es geschmolzen und dann nochmal angeguckt? Vielleicht sinkt das ab. Du kannst da jetzt so schöne Versuche draus machen. Die Hundepipi? Nee, das muss nicht sein. Nein, nicht die Hundepipi, das, was da leuchtet. Der normale Schnee, Schnee, das Leuchtzeug. Nee, hab ich nicht. Ich bin da nur gestern Abend mal kurz eine Runde rumgegangen und hab jetzt kurz angeguckt. Ja. Okay, haben wir eigentlich schon einen Termin für den nächsten Stream? Nee, haben wir noch nicht, ne? Da haben wir mal wieder professionell, wie wir sind, gar nicht drüber gesprochen. Wir werden es auf jeden Fall bei den in den sozialen Medien schreiben, auf unserer Twitch-Page ankündigen, wann wir das nächste Mal streamen. Das wird aber schon bald sein, oder? Also, ich gehe mal von innerhalb der nächsten 14 Tage aus. So. Genau. Ja, vielleicht einfach in 2 Wochen. Ist das nicht romantisch, der 14.2.? Ja, 14.2. wäre schlecht. Ja, okay. Ja, gut, andere, also, da habe ich bereits einen anderen Job. Du hast ein Date. Nee. Aber deswegen sollten wir uns ja... und zu dritt vielleicht darüber besprechen, wann wir das nächste Mal machen. Ja. So. Ja, genau. Ja, genau. Ich glaube, wir gucken uns das nochmal an und werden noch so ein bisschen rumschicken. Ich bin, was Spiele angeht, auch so, lass nochmal in die Sachen reingehen, besonders wenn wir diesen Freischwimmmodus haben, dass wir überall durchschwimmen und wir haben zu längst noch nicht allen, die wir getroffen haben, hier Gespensterfisch und so und Laternenfisch und sowas. Da kann man überall noch was zu erzählen. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Und dazu eine kurze Frage in den Chat. Fandet ihr irgendwelche von den Fischen besonders attraktiv und wollt mehr zu denen wissen? Ich meine, wenn wir eh schon wieder zurückgehen, dann können wir ja theoretisch auch mal die Best of 3 gewünschte Fische oder so fürs nächste Mal vorbereiten. Theoretisch. Jetzt mal ganz generös gesprochen. Frage in den Chat. Meerschildkröten. Ja, oh, also zum Thema Lederschildkröten habe ich letztens ein bisschen recherchiert. Ah, okay. Meerschildis. Olaf, ja, ich habe eine ziemlich gute UV-LED-Lampe irgendwie für ein Zwanni. Ich kann das mal bei uns in Discord einen Link reinhauen. Moment. Okay, Orcas, Schildkröten. Ja, also ich hab mir jene hier geleistet. Eine kleine Partylampe. Ja, eine kleine Röhre für, was habe ich dafür bezahlt? Gibt's im Moment im Angebot bei Pollin für 4 Euro. Funktioniert die denn auch so gut wie Jules? Ja. Das glaube ich nicht. Meine hat richtig Power. Ja, okay, es ist halt, ne, diese so eine kleine Röhre, damit muss man richtig rangehen, aber du kannst halt gleichmäßig Sachen beleuchten.
Finde ich ganz gut, aber die andere will ich mir auf jeden Fall auch holen. Man kann nie genug UV-Taschenlampen haben. Aber ich wollte auf jeden Fall auch mal so eine Breite haben. Ja, genau, meine hat ein 20 gekostet. Ich weiß es nicht auswendig, ich muss einen Link raussuchen, dann kann ich das bei Discord posten. Ja. Gut, also wir haben Schildkröten und Orcas. Und dann habe ich noch den siebenarmigen Oktopus aufgeschrieben von vorhin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas war. Ja. Und Inga, wir haben sogar einen Weißflecken-Kugelfisch. Tatsächlich. Guck ja, da, hier, seht ihr den Maul? Das Maul ist auch offen. Ja, über den haben wir uns doch die totgelacht beim ersten Mal oder so. Weil das so dumm guckt. Er kann nicht anders. Ach Mann. Muss ich jetzt für den Kugelfisch auch ein... Die Bedeutung des Kugelfischs für die Gesellschaft? Nein, ist okay, Inga. Aber wenn du gerne möchtest, hau rein. Ja, aber genau, wir hatten den Kugelfisch, genau. Also, es gab hier jede Menge Sachen. Und da würde ich halt einfach nochmal tauchen gehen. Wir haben ja schon noch ein, zwei Games, die wir im Blick haben, die wir auch machen könnten. Da würde ich aber erstmal noch ausprobieren, weil tatsächlich ist es so, im Moment sind wir mit der Zuschaltung und mit dem, was ich dann hier zaubern muss zu Hause, manchmal etwas überfordert. Beyond Blue geht schon echt an die Grenze. Und ein, zwei Sachen, die wir auch schon angedacht hätten, weiß ich nicht, ob mein Computer hier die gebacken kriegt, aber da soll es dann demnächst auch vielleicht mal ein kleines Hardware-Update geben. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt langsam den Sack zu, oder? Habt ihr noch was? Naja, ich hab Hunger. Gut, also, ich sag's nochmal, Schildkröten und Orcas. Ja. Und? Gut, ja. Ja, das war's, ne? Also irgendwas. Intern hatte ich noch siebenarmiger Oktopus und genau. Eventuellen Weißflecken-Kugelfisch. Oh, und Pingu ist das Fischstäbchen. Na. Die ganzen Witze dahin. Ja, es war ganz zauberhaft, dass ihr da wart. Wir werden mitteilen, wann wir das nächste Mal streamen. Das wird nicht so lange dauern. Wahrscheinlich, ja, spätestens in 14 Tagen, vielleicht ein bisschen früher. Ansonsten geht mal auf plötzlichwissen.de oder auf Facebook, Instagram oder Twitter, würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten, ach ja, Discord-Server haben wir auch. Ne? Da kann man, da werden ja. Wir auch mal ab und zu was posten. Und ansonsten, habt einen zauberhaften Sonntag noch. Ihr Lieben. Ja, noch einen wunderschönen Abend. Genau. Genau, ihr auch. Bleibt gesund. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.